Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zurück hier auf dem Seekrauskanal. Willkommen zum Ausblick. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben diesmal die Siliwangi T-8-Zerstörer der panasiatischen Marine für euch. Ist natürlich Work in Progress, aber ich möchte euch hier schon mal so ein bisschen erstmal die optischen Sachen und die geschichtlichen Hintergründe so ein bisschen erklären. Und ja, am Ende ist es eigentlich eine weiterentwickelte Oknevoi, die nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde und dann aber schon 1959 an die indonesische Marine übergeben wurde, weil die Russen dafür keine Verwendung mehr hatten. Und ja, am Ende erkennt man das auch sofort wieder. Wir haben hier vorne hinten jeweils einen Geschützturm. Wir haben zwei Torpedowerfer. Jeder Geschützturm hat zwei Rohre, 130 mm. Das ist so die Richtung. Das Einzige, was unterschiedlich zur Oknevoi ist, was mir hier sofort auffällt, ist die Brücke. Die sieht bei der Oknevoi so ein bisschen runder aus und so. Hier sind eher kantiger wie bei der Neustra Chimi. Die erinnert mich da auch so ein bisschen dran. Ne? Ist ja so ein ähnliches Konzept. Auch nur zwei Geschütztürme mehr. Torpedolastig und so weiter. Typisch panasiatisch, natürlich die rote Flagge mit dem Drachen drauf, aber eben auch Tiefwassertorpedos, die Zerstörer nicht treffen können, aber alle anderen Schiffsarten, die wir aktuell in World of Warships haben, Update 0810. Ich möchte nur mal erwähnt haben, wer weiß, wann U-Boote kommen und so weiter. Da könnte es ja sein, dass wohl die Torpedos ja besonders tief abtauchen, dass die vielleicht auch Torpedos in die U-Boote jagen können, also dass die damit rausjagen. Nebenbei gucken wir uns hier mal so ein bisschen die Close-Up-Kamera an, so ein bisschen fahren wir hier am Schiff lang, gucken uns mal so ein bisschen die Details an. Optisch ist es ja, ja, kann man eigentlich bei keinem Schiff irgendwie groß was sagen, schön designt von Wargaming in dem Fall. Und ja, das war einmal rund um das Schiff. Jetzt gucken wir ganz kurz noch in die Panzerung rein, dass ihr da einmal einen Überblick habt. Ist überhaupt nichts Besonderes, typisch DD, 19 mm, 19 mm, 19 mm, das Deck hier oben auch, Aufbauten 13 mm, vorne die Panzerung bei den Hauptbatterielafetten 8 mm, und das ist hinten ganz genauso. Ja, und das ist das, was man zu dem Dampfer bis jetzt sagen kann. Und Action seht ihr jetzt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Ironie an, war ein total spannendes Gefecht, Ironie aus. So, viel Spaß damit. So, da sind wir im Gefecht sozusagen oder in dem Gefechtsvorbereitungsbildschirm. T8-Gefecht, reine T8-Stufe, war das ehrlich gesagt, ich glaube, das erste oder zweite Gefecht, ich glaube, das erste Zufall und das zweite, ja, das erste war halt ein Koop-Gefecht, glaube ich. Oder was, Übungsraum, whatever. Auf jeden Fall, ja, wollte ich euch dieses Gefecht mal zeigen, weil ich es eigentlich so typisch für eine Siliwangi halte. Irgendwie habe ich diese, da ist das Wort Sili drin. Sili ist so ein bisschen ja auch verrückt, ja? Also, wenn man das zumindest vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und man könnte sagen, das ist ein bisschen verrückt, dieses Boot zu fahren. Denn entweder ist man ganz schnell Geschichte oder man hat eher so, man muss ja Kämpfe eher vermeiden mit diesem Teil. Ich habe mich hier in dem Gefecht dafür entschieden, so ein bisschen die Gegner zu umfahren, zu flankieren. Gerade deswegen, wo in der Mitte ja eher die DD-Kämpfe sind. Wir haben hier viele DDs im Gegnerteam, 4 Stück. Und davon waren auch noch ein paar Kanonenboote dabei. Da haben wir gedacht, okay, das lassen wir mal lieber. Also, fangen wir ganz kurz an. Überlebensfähigkeit. 20.000 Trefferpunkte. Hier ist schon dieser Skill mit dabei vom Kapitän hier, wie heißt er noch? Experte der Überlebensfähigkeit natürlich, der mir ein paar mehr Trefferpunkte pro Tierstufe bringt. Deswegen bin ich hier bei 20.000. Ich halte das hier für durchaus sinnvoll, dass wenn man mal ins Gefecht kommt, können genau diese Trefferpunkte eben die Unterschiede ausmachen. Mehr kann man zu den Trefferpunkten gar nicht sagen. Artillerie, 130 mm haben wir hier drauf, 2 Türme, A2 Rohre, das hatte ich eben schon erzählt. Ladezeit, wahnsinnige 5 Sekunden. Also, wenn man dann den Gegner vor die Flinte bekommt, dann muss man auch noch ganz schön lange warten. Habe ich hier nicht verbessert gehabt, ja. Ich sehe eigentlich eher das so ein bisschen torpedolastig, dieses Boot. Das Problem ist aber eben wieder die lange Nachladezeit bei dem Boot. Also das ist, ich glaube, hier muss definitiv noch ein bisschen was an dem Dampfer gemacht werden, damit es richtig sich irgendwie vernünftig eingliedert. Also Ladezeit, 5 Sekunden, da waren wir stehen geblieben. 180 Grad Kehre, 18,6 Sekunden. Streuung 101 Meter. Wir verschießen hier 130 mm Projektile. Der Alpha-Damage der HE-Granate ist gar nicht so super schlecht. Die Japaner sind natürlich besser. Die haben ja vor einiger Zeit mal einen Buff bekommen. Aber hier haben wir 1900. Das ist 100 Punkte besser als die Luyang jetzt zum Beispiel. Oder die ganzen amerikanischen DDs auf Tierstufe 8. Oder eben auch die Akizuki. Ja? Gut, die hat natürlich viel mehr Geschütztürme und schießt schneller. Ja? Also, aber nur mal so zur Einordnung des Höchstschaden, Alpha Damage. Ne? 9% Brandwahrscheinlichkeit in der Skillung hier. Ja, Sechstel Pen, 21 mm. AP 2500 Alpha Damage. Wir schießen insgesamt 12,5 Kilometer weit. Die AP hat
Standard-Abprallwinkel, ja, 870 Meter die Sekunde. Also das sind so Geschützturmwerte oder Granatenwerte, die sind 1:1 von der Okunovoi eigentlich übernommen, mehr oder weniger. Ja, dazu kann man gar nicht so viel mehr sagen. Dann kommen wir schon zu den Torpedos. Wir haben die in der Mitte angeordnet, zwei Werfer, A5 Rohre pro Werfer. Ladezeit ist hier runtergeskillt durch den Kapitän. Jetzt will ich es gleich richtig sagen, ne? Torpedo-Bewaffnungskompetenz, so heißt der Skill. Und ja, wie gesagt, es sind Tiefwassertorpedos. Ihr könnt damit treffen Flugzeugträger, Schlachtschiffe und Kreuzer. Keine Zerstörer und stand jetzt auch keine U-Boote. Die sind ja noch nicht in Game, aber wer weiß, was da noch alles kommt. 17.933 Alpha-Damage, das ist ein ganz ordentlicher Wert für eine T8-Stufe. 10 Kilometer schwimmen die Aale. Die sind nur 0,8 Kilometer sichtbar, so typisch Tiefwassertorpedo, also sehr, sehr spät erkennbar. Und ja, das ist eigentlich das, was man dazu fast schon sagen kann. Die Dinger sind 61 Knoten schnell, also auch nicht gerade atemberaubend zügig unterwegs. Ja, es ist okay, aber ich würde mir einen besseren Wert wünschen, vielleicht bei der Geschwindigkeit, wenn man die Reichweite nicht erhöhen möchte oder eben die Ladezeit nach unten setzt oder so. Ja, das wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte, denke ich. Ne? Dann ist hier eine Flugabwehr dabei, die können wir aber eher vernachlässigen. Wir haben hier nur eine Mittelstreckenflugabwehr, 3,5 Kilometer Reichweite, 106 kontinuierlicher Schaden, 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Also die Leute, die da an Bord sind, ja, die haben das Zielen sehr, sehr gut gelernt. Das wurde ihnen eintrainiert, kann man sagen. Ja. Naja, also Flugabwehr, wie gesagt, ist ein DD, sollte prinzipiell erstmal ausgeschaltet sein. Ja, werdet ihr jetzt auch in den Gefechten nachher sehen. Da sollte man eher dafür sorgen, dass man nicht entdeckt wird, allgemein. Ja, das ist sehr, sehr hilfreich bei diesem DD. So, Höchstgeschwindigkeit 38,3 Knoten. Hier ist kein Motorboost an Bord, kann man gleich schon mal vorweg sagen. Wendekreis 660 Meter, Ruderstellzeit 4 Sekunden. Also auch nicht der wendigste. Für einen DD eher ein Ticken träge, aber naja, ist nicht so schlimm wie bei den Deutschen. Ja, Wendekreis ist ja ist okay, so einigermaßen. Ne? Erkennbarkeit zu Wasser, 5,9 Kilometer, das ist wiederum erstaunlich gut, das macht Spaß, könnte noch ein Ticken weiter runter sein, aber das sind alles so Hätte-wäre-wenn-Geschichten, ne? Also ihr wisst, was ich meine, seid ihr ja schon, der DD muss definitiv irgendwie noch ein bisschen verbessert werden, finde ich persönlich, weil man hat einfach eine sehr lange Torpedo-Nachladezeit, eine lange Geschütz-Nachladezeit, man hat einfach eine sehr lange Zeit, in der man eigentlich nichts machen kann, ne? Man schippert so durch die Gegend und ja, das war es eigentlich, ne? Erkennbarkeit zur Luft, 2,8 Kilometer, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten und dann, ja, Abfeuern der Hauptgranaten oder Hauptgeschütze im Nebel 2,9 Kilometer. Ihr seht jetzt hier gerade die Asasche, die hat sich hinten an mich rangewagt, ein bisschen, hat so sich quasi rangearbeitet. Ich habe hier den Vorteil, Nebel zünden kann und dann mit der Hydroakustik, die hier 5,5 Kilometer weit arbeitet, nämlich die Asasche vorher schon aufmachen kann und sie jetzt runtergearbeitet habe. Hätte ich hier eine kürzere Nachladezeit gehabt, hätte ich noch mehr Schaden bei der Asasche eigentlich runterfahren können und ihr könnt auch einen Ticken früher anfangen können zu schießen, muss man ja auch sagen. Also insgesamt wäre es möglich gewesen, jetzt ist die Asashio hier natürlich besonders stark, weil sie sehr gute HE-Granaten hat und natürlich auch einen Geschützturm mehr mit nochmal zwei Rohren sozusagen. Also sonst bin ich von der Ladezeit hier sogar schneller als die Asashio, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Am Ende konnte ich sie dann glücklicherweise rausnehmen. Torpedomäßig ist sie mir ja nicht gefährlich. War jetzt der passende Gegner. Mit einem anderen Gegner hätte ich hier gnadenlos verloren, muss man ganz einfach sagen. Ja, aber die Hydroakustik hilft dabei. Ja, und damit sind wir nämlich dann auch schon bei den Verbrauchsmaterialien, die dieser Dampfer hat. Also unbegrenzt benutzbare Chance-Begrenzungsteam. Wenn ihr die Premium-Variante verwendet, und das empfehle ich hier immer wieder, ja, Premium-Schiffe, Premium-Verbrauchsmaterial unbedingt, verlängert einfach euer Leben im Gefecht und damit könnt ihr da wieder mehr Schaden machen und diese Credits verdienen, die ihr dafür ausgebt. 38 Sekunden ist die Ladezeit. Stand jetzt Work in Progress. Dann haben wir in dem zweiten Slot Nebelerzeuger. Der Nebelerzeuger ist ein bisschen
speziell. Wirkungsdauer 30 Sekunden. Also ihr drückt drauf, dann wirft er 30 Sekunden lang Nebel aus. Die Nebelwand ist recht kurz mit nur 70 Sekunden. Das hat schon fast einen Touch von britischen Nebel. Und ihr habt eine ganze Menge Aufladung. Ohne Inspekteur, aber mit dem Premium-Verbrauchsmaterial 5 Stück. Standardmäßig 4. Und mit einem Inspekteur das dann sogar 6 Stück. Ne? Also da kann man wirklich was mit anfangen. Und dann gibt es noch die Hydroakustik, die 3,75 Kilometer Torpedos aufklärt und 5,5 Kilometer die Schiffe ortet. Und das kam uns ja eben gerade schon zugute. Wirkungsdauer 110 Sekunden. Und das kann man hier eben eigentlich noch verbessern mit diesem besonderen Modul, Hydroakustik Modifikation 1 oder wie das heißt. Was dann eben nochmal 20% die Laufzeit verlängert. Ladezeit sind hier 114 Sekunden. Ich habe aber hier auch die 1000er-Flagge dabei. Deswegen ist das hier so kryptisch, ne, mit den Zahlen. Ja, Anzahl der Verbrauchsmaterialien 3. Ne, in der Premium-Variante. Verbesserung habe ich hier zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Dampfer hier fahren, folgende eingebaut. Ne? Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Ganz klar, aber Hauptbatterie und Torpedowerfer sollen möglichst wenig ausfallen. Übrigens, so by the way, ich fahre jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend, wurde jetzt natürlich auch von einem Flugzeugträger angeflogen. Ne? Die Graf Zeppelin hat durchaus das Gefecht mit der Asashio mitbekommen und ich konnte dann durch geschicktes Manövrieren so ein bisschen das Aufklären vermeiden, hatte die Flak die ganze Zeit aus und das ist so, ich arbeite jetzt ganz viel mit der, über die Minimap. Mein Ziel ist jetzt schon eher so der Punkt, ich hatte erst überlegt, ich fahre zurück zu den Schlachtschiffen, um da noch Torps unterzubringen, habe mich dann aber anders entschieden und gesagt, okay, wir müssen den Gegner so ein bisschen unter Druck setzen. Ist ja hier noch so auf der Kippe, wohin sich das Gefecht entwickelt. Dann kam aber der Flugzeugträger wieder hoch, da seht ihr ihn da unten rumfliegen. Darum habe ich mich dann doch lieber in Richtung Basis entschieden. Und in dem Moment springt auch das RPF um und ja, der Flugzeugträger wird da wohl sein. Und dann so ein einzelner Torpedo, der sich da mal wieder über die Karte führt. Ganz spannend, also mega spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich dachte mal mit den Modulen weiter. Ich glaube, das ist besser. Ne? Also wie gesagt, Hauptbewaffnungsmodifikation ist Slot 1, Slot 2. Die haben die Antriebsmodifikation, Risikoausfall minimiert. Zielsystemmodifikation 1 hier rein, dass die Streuung geringer wird und die Torpedowerfer sich schneller drehen. In Slot 4 habe ich die Antriebsmodifikation 2, dass man schneller beschleunigt, eben eingebaut. Und in Slot 5 dann die Tarnsystemmodifikation, also dass ihr durch die 5,9 Kilometer kommt und die Streuung der Gegnergranaten sich auch noch mal ein bisschen erhöht. So. Und dann bin ich wieder da und ich fahre immer noch. Ja, war richtig spannend, sage ich euch. So, und dann gibt es hier natürlich auch noch Signale. Da habe ich in der ersten Reihe Kampfsignale drin, in der X-Ray und Victor Lima, das sind die Brandsignale. Dann habe ich natürlich Juliet Whiskey Una One, das ist in der ersten Reihe hier diese Brandwahrscheinlichkeit, die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit erhöht. Und ich fahre übrigens immer noch. Dann November Foxtrot in der zweiten Reihe, das ist diese 1000er-Flagge, wo ich gesagt habe, Verbrauchsmaterial um 5% schneller parat. Dann Sierra Mike, 5% Höchstgeschwindigkeit. Und dann habe ich hier am Ende noch Juliet Charlie drin, Anti-Detour-Flagge, ne? Also die übliche. Alles andere habe ich hier nicht geskillt. Das heißt, ich hatte hier effektiv 6 Kampfsignale dabei und der Rest waren ökonomische Signale. Also that's it. Dann können wir uns hier nochmal den Kapitän so ein bisschen angucken, wie ich ihn initial hier ausgerüstet habe. In der ersten Reihe habe ich hier nur präventive Maßnahmen drin. Ich möchte, dass mein Schiff möglichst wenig Ausfälle erleidet. In der zweiten Reihe habe ich mich dann natürlich für den DD-Skill entschieden mit letzter Anstrengung, damit man eben weiter manövrieren kann, auch wenn man eigentlich hier einen Ausfall hat. Und dann, ja, ich habe hier glücklicherweise einen 19er Kapitän gestellt bekommen von Wargaming in einer weißen Uniform, ja, Adrenalinrausch, ja, übrigens kann ich den natürlich auch nur auf Testschiffen einsetzen, also keine Sorge, das ist also soweit safe. Adrenalinrausch sorgt dann natürlich für Reduzierung der Nachladegeschwindigkeit, der Nachladezeit, die Geschwindigkeit wird da quasi erhöht, wenn man dazu sagen will, weil man unter Adrenalin steht. Ja, die Geschütze werden schneller nachgeladen, aber eben auch die Torpedowerfer. Deswegen ist Adrenalinrausch hier durchaus sinnvoll. In der Reihe 3 hatte ich ja eben schon gesagt, Experte der Überlebensfähigkeit, mehr Trefferpunkte je Tierstufe und dann gibt es noch die Torpedobewaffnungskompetenz für schnelleres Nachladen der Torpedowerfer. Hier eigentlich die Hauptbewaffnung, muss man ehrlich sagen. Die Bleispritzen, die sind eher so, ich sage jetzt einfach mal so, zum Verteidigen eher gedacht. Und in Reihe 4 habe ich dann hier den Tarnungsmeister drin und natürlich die Funkortung, die mir dann einfach so ein bisschen mehr Kontrolle über das Gefecht gibt. Man kann hier durchaus auch überlegen,
andere Sachen zu skillen, also zum Beispiel hier Schießgrundausbildung, um die Nachladezeit der Hauptgeschütze zu reduzieren um 10%. Das wären dann 4,5 Sekunden statt 5 Sekunden. Inspekteur, würde ich jetzt auch nicht machen, die Anzahl der Verbrauchsmaterialien ist eigentlich genügend da. Ja, also ich bin sowieso gespannt, wie dieses Schiff weiterentwickelt. Ich glaube nicht, also ich denke mal nicht, dass es so ins Spiel kommt. Das ist so mein persönliches Gefühl, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, und das ist eigentlich das, was ich euch zu diesem DD sagen kann. Ich glaube, da muss Wargame noch ein bisschen dran basteln. Die Spannung war jetzt bei mir jetzt nicht ganz so groß. Es gab am Anfang das Asashu-Gefecht eben, was ein bisschen spannend war. Dann war es ja klar, wenn ich reinfahre, dass dann der DD, die Lightning hatte mich ja gejagt nachher, kam ja von unten extra hoch, hatte wahrscheinlich auch RPF. Und ja, sobald ich halt reinfahre, dann auch der Flugzeugträger angreift. Ein paar Torpedotreffer habe ich auf dem Flugzeugträger noch gelandet. Und schmeißt da jetzt schnell nochmal Torps raus, weil die Lightning wird mich jetzt gleich aufmachen. Das war mir auch klar. Der Flieger ist ja auch in der Nähe. Da bin ich auch offen in dem Moment schon. Und eigentlich habe ich jetzt hier nur ein paar Punkte für Team gesaved. Wir haben ja inzwischen auch einen gewissen Vorteil. Also ist das ganz okay. Ja, und da ist mein Gefecht dann quasi schon durch. Jetzt hoffen wir mal, die Torpedos noch treffen. Ich denke, dass dieses Replay oder hoffe, dass dieses Replay euch so ein bisschen Eindruck von dem Schiff gebracht hat. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Gerne auch die Glocke drücken und weiterempfehlen. Wird weitere Work-in-Progress-Schiffe, Ausblicke, Flaschenpost, Livestreams und so weiter hier auf unserem Kanal natürlich geben. Schiffseinweisungen sind auch immer sehr beliebt. Ja, und ich denke mal, das nächste Mal gibt es bestimmt auch nochmal was Spannenderes als die Silly Wangi. Zumindest ist das der Stand von der ersten Iteration. In dem Sinne, ich danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Seacrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.